Hallo und willkommen bei unserer Kochshow. Ich heiße Eva Birngruber und ich freue mich wahnsinnig, dass wir beim bekannten Schauspieler Robert Josef Bartl zu Gast sein dürfen. Robert, danke für die Einladung. Herzlich willkommen in Wien, liebe Eva. Der Robert und ich, wir sind gemeinsam in Ettal zur Schule gegangen. Und Robert, magst du unserem Publikum erzählen, wie du in Wien gelandet bist? Ja, also gebürtig sind wir ja Oberbayern. Aber 1996 bin ich das erste Mal in Wien gelandet. Am Max-Reinhardt-Seminar habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden und habe dann hier in der wunderschönen Kaiserstadt meine Ausbildung zum Schauspieler gemacht. Bin dann Anfänger am Burgtheater gewesen und dann in die deutschsprachige Welt und in die deutschsprachigen Bühnen abgeflogen. Also nach Frankfurt und Düsseldorf und dann auch sehr lange ins Residenztheater München. Und 2019 habe ich mich wieder nach Wien orientiert, weil der Direktor Föttinger mir ein Angebot gemacht hat an die Josefstadt hier in Wien. Und seit 2019 sind wir wieder hier. Super, Robert. Und jetzt kochen wir uns was Gutes. Ich mache als Vorspeise ein Crostino mit Pastinaken oder Petersilienwurzeln und Champignons. Und dazu gibt es ein Glas Schaumwein. David, ist schon so? Ja, freilich. Es gibt ein Glas Schaumwein zum Beginn. Und das ist vom Weingut Lukas Lehner. Und dieser Schaumwein ist 36 Monate gereift. Und bei Blindverkostungen kann der mit den Franzosen ganz weit vorne mithalten. Oh, da freue ich mich schon drauf. Und ich mache Pasta al Cartoccio. Das sind in dem Fall Spaghetti in so einer Tomatensauce mit Oliven und die werden dann in Backpapier eingepackt und dann noch im Backrohr geschmort und das sind dann so richtige Geschmacksbomben. Und an Wein müssen wir noch holen, weil bei euch im Haus ist ja eine Vinothek. Ja? Ja, das stimmt. Bei uns im Haus ist eine Vinothek. Das ist Fluch und Segen zugleich, weil natürlich ist es schön, wenn man immer zugreifen kann. Aber wenn man zu viel zugreift, ist es auch nicht so schlimm, weil wir haben im Haus auch eine Apotheke. Also sehr praktisch. Sehr praktisch, ja. Robert, du bekommst einen Kochschurz von mir. Kochen mit Eva Birngruber. Das haben wir ja auch schon gemacht. Ja, vielen Dank. Gut, Robert, was müssen wir jetzt machen? So, als erstes würde ich sagen, die Pastinaken und die Champignons werden geputzt und gewürfelt, fein gewürfelt. Und ebenso der Zwiebel, das habe ich auch gern, wenn er sehr fein gewürfelt ist. Und das wird dann alles zusammen in Olivenöl in einer Pfanne angebraten. Gut, ich helfe da. Gut. Robert, dein Gemüse muss ein bisschen abkühlen und da werden wir die Zeit gleich nutzen, um mit den Nudeln anzufangen. Robert, ich würde dich bitten, dass du die Tomaten würfelst. Jawohl. Dangerdies. Und ich habe eine relativ große Pfanne, weil da kommt ja dann ungefähr ein Kilo Tomaten rein. 3 Esslöffel Olivenöl und da kommen 2 Knoblauchzehen rein. Moment, lass mir das schnell waschen. Die drücke ich nur an und schäle die. Die lasse ich da im Öl, bis der Robert fertig ist mit dem Tomatenwaschen etc. Und wir waren jetzt auch schon in der Vinothek und haben einen wunderbaren Cabernet Sauvignon aus Carnuntum bekommen. Sehr gut! Ja. Ja, da freut sich der Josef auch. Ja. Ich fische jetzt den Knoblauch aus dem Öl raus. Den tue ich dabei so rein. Robert, bist du schon fertig ja, mit den Tomaten? In dem Moment. Ich hoffe, es ist gut so. Mei, das hast du aber schön gemacht, Robert. Die kommen jetzt da dazu. Ah, toll. Und dann lassen wir die jetzt einfach 20 Minuten vor sich hinschmoren. Mit Deckel, ohne Deckel? Ohne Deckel. Und dann sind wir weiter, Robert. Jawohl. Weißt du, was du machen könntest? Schon wieder eine Arbeit. Den Petersil hacken. Vielleicht nicht den ganzen, aber... Den oder die? Der Petersil, die Petersilie. Die Petersilie oder der Petersil? Also den Petersil, bitte. Jawohl. Gut. Wir als Bayern sagen der Butter und der Petersil. Na, selbstverständlich. Gut, alles das ganze bunt, auch mit Grün. Ich glaub, die Hälfte, mit die Stiele weg. Aha, ja, gut. Robert, ich glaube, die Tomaten sind nicht zu weit, oder? Ja, schaut toll aus. Schaut super aus.
Die müssen wir jetzt durch ein Haarsieb drücken. Jawohl. Und natürlich gehört unter das Sieb eine Schüssel. Das, was unten rauskommt, das lassen wir noch mal 10 Minuten köcheln. Und das wird noch mit Salz, Pfeffer und Chili gewürzt. Das ist eine Chili-Mühle, oder? Ich habe einen Mörser. Einen Mörser. Also mit gemörsertem Chili wird das dann gewürzt, Robert. Gell? Ich mache es immer mit ein paar Körner von dem groben Meersalz, weil dann lässt sich leichter mörsern. Der, die das Chili. Hier sagt man das Chili nicht. Ein Chili. An Chili, sagt man auf Bayerisch, genau. Kochst du mir in Chili rein, da? In gut. Chili. In Chili. Aber Robert, wir müssen uns wieder ein bisschen zusammenreißen. Weil wir haben so viele Zuseher aus Norddeutschland und die verstehen uns dann nicht, Robert. Aber bei mir sind sie es gewohnt, weil sie schauen den bayerischen Tatort an und dann wissen sie, dass ich immer ein bisschen bayouvarisiere. Der Robert ist nämlich der Pathologe, Entschuldigung. Dr. Steinbrecher, gell, Robert? Jawohl. Wie hast du den Vornamen? Jürgen? Matthias. So oft hast du das noch nicht noch geschafft. Doch. 9 immer. Millionen. Immer. Aber du anscheinend nicht. Doch, immer. Gell, Matthias. Josef? Dr. Matthias Steinbrecher. Natürlich. Das Wasser kocht. Ich darf dieses edle Salz zum Mittelkochen verwenden. Das ist gar kein edles Salz. Aha. Das ist kein Fleur de Sel, steht bloß auf der... Schaut nur so aus. Alles klar, die Stimme aus dem Off ist der Michael übrigens. Entschuldigung. Macht gar nichts. Ich bin das gewohnt, diese unqualifizierten Zwischenrufe. Normalerweise macht es der Josef. Danke sehr. Ich koche jetzt 500 Gramm Nudeln. Nicht, weil wir so verfressen waren, sondern weil ich einen 5-Teller fürs Foto brauche, weißt? Normalerweise mache ich immer 100 Gramm pro Person. Wenn es mir schmeckt, kann ich auch 2 Portionen essen. Ja gut, dann machen wir das so. Wichtig ist, die Nudeln nur halb so lang garen, wie angegeben ist. Also das sind 13 jetzt... 13 Minuten. 13 Minuten, also müssen wir es... Soll ich die Uhr auf... 6,5 Minuten lang. Ja, ich stelle sie auf 7 Minuten. Bitte, Robert. Ich habe so eine altmodische Heieruhr, da kann man es gut einstellen, schau. Darf ich mal schnell deinen Kochlöffel auswählen, Robert? Robert, du würzt jetzt... Ich würze jetzt mein Gericht fertig. Also das schaut jetzt so aus. Es ist abgekühlt. Salz und Pfeffer habe ich vor dem Abkühlen schon draufgegeben. Und jetzt kommt quasi noch ein Teelöffel Zitronensaft dazu. Und ein bisschen mehr. Sauer macht lustig. Weil wir beide aus Bayern kommen, nehme ich heute einen bayerischen Senf. Nehmen wir ein bisschen Senf dazu. Gibt's den wo? Ja, in Wien schon, gell? Wenn meine Mutter oder meine Schwester kommt, dann gibt's den. Nein. Ja, das ist so. Gewisse Dinge müssen geliefert werden. Und in Bayern nehme ich einen Schmand, den gibt's hier schwierig zu bekommen in Österreich. Darum nehmen wir hier eine Creme Fraiche, das geht genauso. Und das ist in dem Becher ist genau noch so viel drin, wie wir brauchen, nur keine Lebensmittel. Wegschmeißen. Nein, um Gottes Willen. Jetzt nehme ich mir meinen Kochlöffel wieder zurück. Ja. Wenn man sich was ausleiht, muss man es eigentlich auch wieder zurück. Entschuldigung, Robert. Ja, bitte sehr gestrengt. Aber er war ja in Reichweite. In Reichweite, ja. Darf ich das jetzt probieren? Wenn es fertig ist, darfst du das sofort probieren. Man muss es ja schön miteinander vermischen. Ich hole mir schon mal einen Löffel. Ja, bitte. Und es muss halt so von der Konsistenz sein, dass man es schön auf die gerösteten Weißbrotscheiben dann geben kann. So, bitte sehr. Jetzt schauen wir mal, wie das schmeckt. Mhm. Ja? Hervorragend. Mir schmeckt es auch. Ja, ich habe ja nichts anderes erwartet. Masel gehabt. Da hast du jetzt ein Maslerkäse. Jetzt glaube ich, mir soll es soweit sein. Jetzt ist es soweit. Robert, kannst du die Nudeln abseihen, bitte? Ja, gerne. Bitte? Gerne.
Hier kommen die Oliven dazu. Pro Person so 5 schwarze entkernte Oliven in etwa. Dann die Hälfte vom Petersil, den der Robert so... Nein, das hab ich. Ich hab den Petersil gehackt. Ich war das. Du warst das mit den Tomaten. Ja. Aber mir gefällt's recht gut, wenn du mich lobst. Schon, ja? Ja. Und da können wir jetzt auch gleich die halb gegarten Nudeln dazu. Toll. Darf ich da so einen Kochlöffel haben? Ja, gerne. Weil das ist so praktisch. Der Robert rammt immer alles auf. Das ist echt super. Das habe ich vom Herrn Michael gelernt. Sauberkeit am Arbeitsplatz. Ja, das ist ganz wichtig. Robert, das kommt jetzt auf Backpapier, das man aber vorher unbedingt mit Olivenöl gut einstreichen muss. Jawohl. Und da verschnüren wir dann so richtig schöne Päckchen, da kannst du eine schöne Schleife drauf machen. Jawohl. Robert liebt Schleifen, ja? Ich liebe Maschen, ja, das und stimmt. Dann wird es noch in etwa 8 Minuten bei 180 Grad fertig gegart. Lass mich einmal rühren, Eva. Das schaut so unglaublich toll aus. Das ist der Duft des Südens. Ja. Toll. Wir haben jetzt ein weißes Baguette aufgeschnitten, ein ganz handelsübliches. Und ich mag gern auch ein dunkleres. Und das ist mit Roggenanteil und Körnern. Und das kommt jetzt einfach aufs Blech. Und weil von deinen Nudeln das Rohr eh noch vorgeheizt ist, nutzen wir die Wärme aus und geben das hinein in den Ofen. Und dann wird es geröstet. Und lassen wir es ein bisschen abkühlen, dass es nicht zu sehr schmilzt, wenn wir es wieder rausholen. Und auf das lauwarm geröstete Brot kommt dann die Paste aus den Pastinaken und aus den Champignons drauf. Also der Lukas. Da freue ich mich jetzt wahnsinnig drauf. Ich mich auch. Das ist ja immer so der Höhepunkt nach einem arbeitsreichen Tag, wenn man dann das Ploppen hört. Sehr schön. Sekt. Bitte sehr. Ach. Danke, Robert. Wunderbar. Ist er da in den Nosen? Nein, der ist auch so, so. Der hat so eine feine Aromatik. Finde ich auch, ja. Hat so Äpfel, Birne. Jetzt habe ich sogar ein bisschen Himbeere noch hinten noch. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Ja. Ja? Ja. So was Rotbeeriges. Da merkt man die Sommeliere. Ganz dezent. Toll. Robert, danke, ja. Danke, dass ihr hier wart. Noch sind wir nicht weg. Hm. Und was sagst du? Mundfüllend. Ganz eine weiche Perlage. Mhm. Mit 7 Mosierpunkten die Gläser. Ja, fantastisch. Sag nochmal weiche Perlage, das ist so schön. Der hat so eine weiche Perlage und mundfüllend. Man könnte liegen im Bett und sich von einem Sommelier oder einer Sommeliere in den Schlaf reden lassen. Weil diese Worte sind alle so wunderbar, die ihr findet. Ist wirklich gut. Und sein sagt einfach, es schmeckt richtig gut. Das langt ja auch. Darf ich dir jetzt eins meiner Brötchen da? Zerstören wir mal die Deko. Ja, das ist auch wunderbar. So, immer ein bisschen Süden. Sehen so ich nehme mal so eins. Ja, und ich probiere dunkels. Und dann schauen wir, was das kann. Also, einen guten. Gut? Ja, mir schmeckt's. Schmeckt ganz hervorragend. Ja, es ist so Wald und die Pilze irgendwie. Jetzt lassen wir uns das da schön gemütlich schmecken. Mhm. Vielleicht bekommt der Kameramann und der Michael dann auch noch was ab, gell? Mhm. Und dann werden wir dann unsere Hauptspeise probieren, gell? Da freue ich mich schon sehr. Oh, Robert, schau jetzt geht's mal los. Das schaut toll aus.
Wie kleine Geschenke. Wie kleine Geschenke, genau. Wunderbar. Geht's? Ja, da gibt's jetzt den Cabernet Sauvignon vom Weingut Taverne dazu. Schau. Don Quixote. Don Quixote, genau. Und da waren wir ja vorher in der Winothek, wie du gesagt hast. Schön, da wäre ja öfters hingehen. Ja, das sind wirklich sehr, sehr kompetente und aber auch sehr freundliche, nette Mitarbeiter dort. Ja, und der Herr war gebürtig aus Augsburg. Heute haben wir einen bayerischen Abend. Irgendwie wollen wir eigentlich einen italienischen Abend machen, aber es wird ein bayerischer Abend. Es wird ein bayerischer Abend, mit uns zwei, ja. Genau. Also ich bin schon sehr gespannt. Ja, ihr. Ich kenne das Weingut. Also nicht das Weingut selber, aber ich kenne ein paar Weine von dem. Ich liebe Cabernet Sauvignon, wirklich. Ich auch. Ich bin eigentlich nicht so ein Freund für rein, also wie sagt man, wenn ein Wein nur eine Traube hat? Reinsortig. Reinsortig, ja. Also ich bin eigentlich ein Freund von Cuvées, ja. Aber... Ich bin jetzt nicht unhöflich, aber ich schenke mir erst einen Probeschluck ein. Falls da ein bisschen was vom Kork noch dabei wäre, weißt, da macht man das so. Jetzt schenke ich bloß ein bisschen ein zum Probieren. Ja, ja. Die Farbe ist ins Bräunliche. Rotbraun. Ich liebe diese Cabernet Sauvignon Aromatik. Das ist einfach sowas Gutes. Das ist wirklich... Wenn ihr das riechen könntet, wie gut das ist. Da muss man noch gar nicht trinken. Nein, gar nicht. Robert? Auf Gesundheit und auf die Freundschaft. Auf die Freundschaft. Jetzt kriegst du noch eine Bussi von mir, Robert. Jetzt bin ich gleich ganz rot wie der Wein. Jetzt habe ich da ein bisschen einen Lippenstift. Das macht nichts. Jetzt ist es ja wurscht. Ja. Nein, es ist hervorragend. Ich glaube, dass der... Ganz toll dazu. Ich glaube auch, der duftet. Schau die Nasen, die er zieht. Rote Johannisbeeren, Ribisl, wie man in Österreich sagt. Wo ist eigentlich das Weingut genau? Also, ich weiß, dass es in Carnuntum ist, ich glaube in Göttlesbrunn. Nein, in Bruck an der Leiter. Ja. Toll. Fantastisch. Stolz in die, bitte in die schöne Silberne. Ja, sorry. Verzeihung, nicht, dass ich da einen Flecken mache. So einen Rand machst, so einen Rotweinrand. Hervorragend. Also ich packe jetzt da mal aus, Robert. Ich auch. Ich bin schon recht aufgeregt, wie das jetzt geht. Wenn man mag, kann man das natürlich auch aus dem Papier rausschubsen, ja. Jetzt kommt der Moment. Warte, du kannst jetzt nicht reden. Jetzt muss ich erst meine Nase. Das liebe ich. Das liebe ich. Herrlich. Herrlich. Ich bin so frei, ich nehme mal gerne ein bisschen an Petersil. Ja. Ist das du jetzt aus dem Papier? Ich glaube, ich tue es aus dem Papier. Nein, ich nicht. Du nicht? Na, so. Dann machst du einer so und dann sehen die Leute so und so. Jetzt seht ihr den Josef auch mal, gell? Normalerweise darf ja immer der Josef mit dir essen. Gell? Ja, aber... Danke, Josef, dass ich heute mitessen darf. Aber vielleicht gibt es hinterher noch eine Portion. Ich habe ja fünf gemacht. Ich habe was leiten hören. Also guten Appetit, liebe Eva. Guten Appetit, Robert. Und den Petersil, den das habe ich schon so lange nicht mehr gehört. Weil ich glaube, ich sage die Petersilie. Ich sage die Petersilie. Du, Nudeln essen vor Kamera ist ganz blöd. Nein, ich habe mir extra das weiße, frische Bluserl angezogen. Das, jetzt ist wurscht. Jetzt wird genossen und wenn man es dann zickt, dann... Kann man nur sagen, es hat geschmeckt. Aber deins kann man ja gescheit waschen. Mein Glitzerteil ist ein bisschen schwieriger, glaube ich, ja. Ich darf gerne einen Schluck Wein trinken, aber ich muss vorher noch eine Gabel essen. Ah, jetzt kommt die Schärfe. Jetzt kommt die Schärfe, sehr gut. Du, der Wein dazu, das ist fantastisch. Weil diese Schärfe, der hat ja wirklich eine Power, der Wein. Der kann damit umgehen. Absolut, weißt? Absolut. Weil er so, der hat ja so viel Extrakt. Ja, weil dem was entgegengesetzt wird. Und das hat mich ja heute sehr beeindruckt bei dem
Verkäufer oder Sommelier da unten, weil der sofort gesagt hat, schwarze Oliven, da passen diese Weine gut. Ja. Den wir mal anstoßen. Ja, Robert, dann hat man's für heute, gell? Ihr könnt gerne wiederkommen. Dankeschön, das machen wir, gell, Josef? Natürlich. Josef, lass dich auch mal kurz anschauen. Viele Zuseherinnen warten doch auf dich, gell? Unser Kameramann. Ihr Lieben, ihr müsst abonnieren. Eva Birngruber kochen. Das müsst ihr abonnieren, weil das ist wirklich authentisch. Und es ist wirklich jedes Mal, jeden Freitag freue ich mich, wenn der Link kommt. Man kann sich wieder ein neues Rezept anschauen. Prost. Danke, Robert. Prost. Prost. Bis bald.